So, liebe Leute, weiter geht's heute mit den Cops bei Need for Speed Hot Pursuit und damit herzlich willkommen. Wir sind Rang 8 mittlerweile mit den Racern, sehe ich gerade, 9 mit den Cops und ich habe mich immer vertan, es geht nicht bis Level 10 insgesamt, es geht bis Level 20. Ich weiß nicht, woher ich Level 10 gelesen habe, aber es ist Rang 20, der Maximum-Rang hier in diesem Spiel. So, okay, wir schauen mal, was wir so haben. Haben wir noch überhaupt irgendwas gerade offen, was ist... Was jetzt irgendwie uns helfen könnte. Hier wäre ein Interceptor. Okay, gut. Dann machen wir das doch. Desert Strike. Zwei Nagelbänder, vier Helikopter. Ich hoffe, dass ich dann jetzt kriege diesmal. Alle Einheiten, wir haben einen Notruf auf der Three Point Road. So, let's go. Was ist das für ein Auto? Lambo, ne? Ach, der ist schon wieder da. Okay, das haben wir ja schon mal da drin. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Achtung, Verfolgereinheiten. Sucht Unterstützung im Anflug. So, Helikopter setzt auch mal ein. Du Arsch, Alter. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Scheiße. Das habe ich natürlich jetzt nicht geahnt, damit das sogar. Waffensysteme aufgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Ah, fuck, da hat sich gerechnet. Aber wie lange ist der Heli nachgeladen ist? Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisung. Alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Sturmwender. System überlassen wir jetzt. Seid ihr okay? Warum lade wir denn hier dann? Natürlich. Verstärkung. Schön, dass du mich auch noch falsch setzt. Verdächtiger entkommt. Verfolgung fortsetzen. Verfolgung wird Offroad fortgesetzt. Ja, das Ding ist sowieso nicht zu schaffen, ja? Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. Der Typ. Weil das ist Segel durch. Ich habe so gut wie kein Leben mehr. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal. Over. Nagelband hat die Fahrzeug nicht abgebremst.
Verdächtiger hat das Nahenband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nahenband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Wacht ist ausgefallen. Ihr werdet euch allein gestellt, bis ihr wieder online seid. Liegt da, hat er mich hin. Anforderungen von Luftunterstützung erhalten. Nervt mich doch nicht. Na ja, langsam, gib mir den Typen. Wir sind in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen ihn auf der anderen Seite abzufahren. Ich hoffe, dass der jetzt den irgendwie mal stoppen kann. Verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Dann ist die Verbindung unterbrochen. Ja, an alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Auf nichts Kontakt. Jetzt wird er wahrscheinlich hier wieder abgebogen jetzt. Das war's. Kann doch nicht sein, dass ich den nicht kriege oder so, den Jeepy. Weil der mir gerade ein bisschen auf den Nerv geht. Du kommst doch nicht mal in die Nähe von dem. Verfolgung wird offenbar fortgesetzt. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgeteilt. Kommunikation wird umgeleitet. Ich komme aber auch nicht irgendwie davor oder dahinter oder so. Roger, Luftverfolgungseinheit leitet ein, dann sein. Kontakt! Auf jeden Fall einen mitgekriegt diesmal. Alle Einheiten, wir müssen einen Energieanschließer verdichten. Seid vorsichtig. Kann nicht sein, dass ich den nicht krieg. Langsam nervt mich der Typ ein bisschen. Ich muss ihn jetzt erstmal nur stellen, dann habe ich zumindest das Ding auf Bronze. Negativ, Ziel ist im Tunnel. Kann doch nicht sein, dass ich den nicht krieg. Das ist nicht wahr! Und wenn ich da mal dahinter komme, dann zieht er so eine Dings, dass er auch so der bleibt vor mir. Oder kann er nicht, kann ich dann eine Lage wieder nicht einsetzen. Den Typen nicht, ich krieg den Typen echt nicht. Komm, jetzt hau dir mir scheiß Sache mal in die Nase. Aber. Down oder was? Sieht so aus, ne? Ja. Gut so. Wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. 7 Minuten 39. Naja, mein Name ist geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Was ein Typ, ey. Ah, okay. Hat's sehr clever gemacht, aber wir haben es tatsächlich dann jetzt geschafft. Am Ende war dann das Nagelband allzu viel. Aber egal, wir haben es geschafft. Neues Fahrzeug geschafft haben wir auf jeden Fall. Porsche Carrera GT für die Geschwindigkeitskontrolle. Gut, okay, dann würde ich sagen, Feierabend, wir sehen. Ach Quatsch, Feierabend natürlich nicht. Und schöner Ansatz, komm, den kriegen wir noch hin.
So, na gut. Was haben wir denn Schönes? Nimm mal Karriere-GT. Dieses Auto stammt quasi direkt aus der Boxengasse von Le Mans. Die Ingenieure entwickelten ein Konzept, um das technisch Machbare zu demonstrieren. Nur 1270 Einheiten wurden in Handarbeit gefertigt, denn Exklusivität hat nun mal ein Limit. Im Innern des Carrera GT steckt ein zentrales Kohlefasermonocoque, das trotz seines extrem geringen Gewichts die Motorleistung von 612 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 330 Stundenkilometern problemlos verträgt. Der Carrera GT ist leichter als jeder andere momentan erhältliche Porsche. Der meistverkaufte Supersportwagen des Jahres 2006 ist sofort als Porsche erkennbar. Die typische Front besitzt drei Lufteinlässe und auch die restliche Karosserie ist auf optimale Luftführung ausgelegt. Die Motorabdeckung besteht aus zwei wunderschön gefertigten Powerdomes aus gelochtem Edelstahl. Ja, das ist das Schätzchen und das bringen wir jetzt mal auf die Straße. Unsere Zeit soll 4:33 unterbieten, so ist es richtig, und 3:54 für Gold. Naja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall das letzte Rennen für heute. Schon, also, ja, für heute, klar. Interceptor, das ist eine Notfallsituation. Ja. Okay, es geht wieder mit Strafen. Das war aber jetzt nicht das Problem, um es auszuprobieren. Ich wollte jetzt nicht mal probieren. Da ging noch ein Auto da weg. Ich bleib da Hupi stehen, egal. Aber es hat mich jetzt, hat mir keine Strafe gegeben, okay. Nur ein Zeit gekostet. Guten Abend schon, wieder ein bisschen Zeit gut gemacht jetzt. Gib mir den auf den Sack gerade. Okay, die Abkürzung hat uns aber überhaupt nicht gelohnt. Da haben wir jetzt gerade mehr verloren, als wir gut gemacht haben. Wir haben jetzt 12 Sekunden Zeitstrafe für diese scheiß Abkürzung. Man muss ja auch genau hinter einem Hügel parken.
Geilste, wenn du dann nur an die Wand gleich antippst und dann direkt, ja, ich gebe dir mal 100.000 Sekunden Zeit schaffen. Das ist ja nichts. Ach, nimm doch deine Karre da weg. Fahr doch rüber. Ja, dann bleiben wir also da liegen. Egal, dann läuft der nur weiter. Und das wird irgendwie haben 20 Sekunden noch. Ich befürchte, dass wir sogar nicht mehr schaffen. Geschafft. Dann doch irgendwie noch. Oh Mann, sind wir schlecht gewesen. Ja gut, 12 Sekunden, ne? Das ist hart. Aber da stehen die teilweise echt, da parken die hinter der Kuppel direkt. Du kommst da mit Highspeed angeflogen und da steht da noch einer rum. Naja, egal. Alles gut. So, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns wieder nächste Woche, morgen bei den Racern.